Hallo. Willkommen zu einem Opening, für das ich mich nicht vorbereitet habe. Einen Moment. Gut, wir machen heute 10 Hextech-Kisten auf. Yay! Denn ich bin draufgekommen. Der Loot, den man da draus kriegt, der wird immer besser. Der wird einfach besser. Und ich habe mir gedacht, wir könnten vielleicht probieren, ob das noch besser werden kann. Hätte ja sein können. Ich meine, okay, die ersten 2 Kisten aus dem waren jetzt nicht so geil, aber wenn man überlegt, beim letzten, also ich habe mir gerade 10 Kisten geholt und ich habe Sachen Voidbringer, Illaoi, Radiant Wukong, Cosmic Reaver, Kassadin, Lion Dance Kog'Maw, hier Riot Blitzcrank habe ich bekommen, noch ein Kassadin Skin, Astronaut Teemo habe ich bekommen und dann Rerolled und nochmal Brolove gekriegt. Ich meine, what the fuck? Wie nice kann es denn sein? Ja, aber ist auch ein nicer Skin. Ich finde. Special Forces Gameplay ist auch kein schlechter Skin. Ich meine, was ist los? Was soll denn los? Gemstone. Und ein Emote. Gemstone und ein Emote. Noch ein Emote. Okay, jetzt sind die Emotes am Start. Das ist der dritte Emote jetzt. Emote. Creator Victor. Epic Skin Chart. Ich weiß nicht, was ich von Victor halten soll. Noch ein Gemstone. Das neue Jahr mag mich. Okay. Ja, die Chest war jetzt nicht so fein, aber okay. Boah. Kann man machen. Brauche ich nicht. Brauche ich de facto wirklich nicht, aber ja. Loot, was habe ich bekommen? Corporate Mundo. Ein Epic Skin. Noch einer. The fuck? Ich spiele kein Dr. Mundo, aber. Aber ich meine, hey. Ich meine. Die Frage ist: Haben wir Skins, die wir rerollen? Harbinger Kassadin vielleicht? Barbecue Leona? Ich will die alle behalten. Ich habe mir jetzt gedacht, das wird wieder so ein ewig langes Opening, weil ich gerade 10 Kisten gekauft habe und 15 geöffnet habe oder so. Aber the fuck? Das war ja der Shit. Und wer weiß, vielleicht regnet es bald für mich irgendein Hextech-Skin. Ja. Nice shit. Leute. Ihr habt dieses Video gerade gesehen. Es war nicht lang. Meine Openings sind nie lange. Aber 2 Gemstones. Vorher habe ich auch 2 bekommen. Und ein paar echt nice Skins. Darunter ein. Wie viele Epic Skin Charts waren jetzt dabei? Jetzt war nur ein Epic Skin Chart dabei. Aber ein Legendary Skin Chart. Ein paar ganz nice Skins.
Und halt ein Wortskin. Ein paar Emotes. Ein paar Gems. Die ich alle hab. Aber trotzdem. Fucking shit, Leute. Die Chests 2K18, die sind gut. Die sind ausnahmsweise mal nicht kacke. Kann ich empfehlen. Grad. Dankeschön. Tschüss.